Hallo und herzlich willkommen zum SPL-Talk, zum letzten regulären Spieltag der SPL. Diesmal zum Spieltag 11. Unser heutiger Gast ist, wie man am Thumbnail erkennen kann, Petu. Moin. Und Franklin ist natürlich auch dabei, wie immer. Ich bin aber kein Gast. Ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach jetzt mal die Spiele vom Spieltag an, aus der Armor Conference. Und wir sehen Anton Toxic King. War tatsächlich knapper, als ich am Anfang gedacht hätte. Einfach weil Anton halt Monte Carlo dabei hatte, Chimsticks dabei hatte, so Monzi halt eigentlich nie mitnimmt. Und aber die haben beide den Kill gemacht. Ja, hat man auch gesehen, also die haben gut funktioniert in dem Team. Beim Faxo hat ihm am Ende noch ein paar kleine Probleme gemacht, so. Aber Anton konnte das am Ende solide runterspielen und Memo hat auch wieder Kills geholt. Wie immer bei Anton halt. So. Dann kannst du uns, glaube ich, ein bisschen was zu deinem Match erzählen, Franklin. Was soll ich dazu erzählen? Da gab es so einen Cringe, einen Flinch-Crit. Ja. Ja gut, der hat nicht wirklich gemeldet, aber... ja. Ich habe mich nur auf Carbing vorbereitet und Carbing hat Victini halt relativ gut gecheckt bekommen. Ja. Was halt doof das Game war. Das stimmt, Carbing hat echt mehr Work gemacht in der Season, als man dachte, also... War richtig insane. Doch. Dann haben wir Rudi gegen Horry. Hat Rudi tatsächlich jetzt gewonnen. Die erste Person, die einfach eine perfekte Season in der SPL hingelegt hat. Und das muss man auch schon mal loben. Hallo. Mit seinem ekelhaften... Wär Locke nicht gewesen, hätte ich auch Season 1 eine perfekte Season hingelegt. Ja. Und Neko, er konnte sich damit halt souverän an die Spitze setzen und auch gegen Horry gewonnen. Auch natürlich wieder richtig getippt, weil ich einfach insane bin. Nein. Er hat, meine ich, Horry ziemlich stark mit Skarmory gepressured. Iron Defense Set war sehr gut gegen ihn. Und dann ist halt an der Defensive irgendwann nicht mehr vorbeigebrochen. Die Kombos PP, Skarmory, Goofa und Keldeo hat halt immer Offensivdruck aufgebaut noch. Und dann konnte Horry ab irgendeinem Punkt nichts mehr machen. Dann Shadow gegen Keks. Shadow konnte sein Ziel von einer positiven Season in dem Game erreichen. Gut runtergespielt auf jeden Fall. Und ja, auch wenn Keks ja, also war ich erinnere mich nicht mehr wirklich an das Game, scheiße. Nee. Ja, ja. Ich hab's eben nicht mal angeguckt, glaube ich. Doch, ich hab's live geguckt. Ja, egal. Qualitativer Content. Richtig, wir sind gut. Dann haben wir Pana gegen Locke, der sich den dritten Platz so ein bisschen verkackt hat in dem Game. Über ein 130-Runden-Match mit Blissey und da auf Pixie auf der anderen Seite und war nicht so schön zum Anschauen. Also. Nee. Also da hat Locke das Game auch gewonnen. Ich glaube, da war es am Ende uns auch allen egal, wie das Game ausgegangen ist. Wer das bis zum Ende geguckt hat, hat meinen Respekt. Und ja. Dann. Ich dachte da eigentlich die ganze Zeit, dass Tana das noch gewinnt. Ja, habe ich am Anfang auch gedacht. Irgendwie hat er dann Hytera einfach so weggeworfen. Und dann war es eigentlich vorbei. Ja. Und am Anfang, anstatt auch Bullet Punch zu drücken auf den Sucker, weil Bullet Punch wäre, meine ich, schneller gewesen und der Sucker wäre dann einfach weg gewesen. Pana wirft gerne wichtige Mons ab. Ich kenne mich damit aus. Ja, du bist Experte, du hast das erfunden. Richtig. Dann haben wir Corny Nox, wo Corny nochmal einen Sieg rausholen konnte am letzten Spieltag gegen Nox Fun Sets, funnige Sets, was weiß ich, die er dabei hatte. Und hat er am Ende doch noch eine Steigerung hingelegt mit seinem vierten Sieg. Hat, ja. Auch zu Recht mit Aura noch ein bisschen rasiert. Galapanti muss der neue MVP. Games gewonnen? Ja, die letzten drei Games gewonnen. Hätte man am Anfang auch nicht so gedacht. Ja. Da habe ich noch immer offen gezippt, da hat er verloren, dann tippe ich gegen ihn, dann gewinnt er auf einmal. So, dann würde ich aber sagen, kommen wir zur Armor Conference und. Zu Gren Peto direkt, wo du, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen darfst. Kannst. Peto. Ja, es war halt Lamos. So, da kam ich nicht wirklich vorbei. Auch mit Heatran Dark Pulse.
Hat, glaube ich, ein bisschen über 50% gemacht, aber mit Regenerator kam ich halt nicht wirklich vorbei. Und was auch noch ein Problem war, war dieses Orchner-Toll für meinen Voltuder. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich vielleicht Giga Drain wieder spiele. Hab mich dann für Bugbuzz entschieden und ja, war halt ein Fehler. Ja. Also, trotz guten Doubles, die du halt gezogen hast, auch im Game bist du halt wirklich dann irgendwann nicht mehr dran vorbeigekommen, was man ja bei deinem Team schwer sagen kann. Nicht mehr dran vorbeigekommen, aber Gren hat ja wirklich da nochmal, finde ich, eine Stufe schlimmer. Was das angeht. Naja, gut. Dann Hardy Larry, der mit seinem Comeback tatsächlich einen Sieg jetzt noch feiern konnte gegen Larry. Das mit Comfey, das die Trick Room Taktik von Larry einfach komplett ausgenommen hat. Wegen Comfey bekommt er Prio auf seinen Training-Attacken nochmal für Larry hier zur Wiederholung. Genau. Das war falsch, der Satz, aber egal. Oh ja. So, Larry wusste das halt nicht im Kampf und das hat Hardy halt einen riesen Vorteil verschafft. Mit der Manitam da war so ein Schlinking geholt. Ja. Das Schlinking wurde, glaube ich, einfach fast one-hitted. Two-hitted. Irgendwie so. Two-hitted, ja. Viel Damage bekommen, konnte nichts machen. Du musst halt überlegen, Training Kiss ist halt auch nur eine 5-Sieger-Attacke. Ja. Aber das Comfy konnte sich halt so gut gegen recovern, dass es halt legit nicht gemattert hat, dass es auch ein One-Hit hätte sein können. So. Comfy ist ein Zenith Zähmon. Ja. Ist schon cool. Wäre wahrscheinlich nichts für mich, aber ist schon ein gutes Bond. Ja, du brauchst ja so eine richtige Fee. Ja, mit Vivi Bombi zum Beispiel. Ja. Yeah. So, also über das nächste Käfer. Game, über das kommen wir zum nächsten Käfer. Da will ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, über das Game. Wir hätten einen wunderschönen... Komm, erzähl mal, was ist da passiert? Naja, wir haben am Anfang halt so gesehen, so normales Game. Die offensive Zapdos hat ein bisschen Druck aufgebaut gegen ihn. Irgendwann habe ich dann eine Chance gesehen, mit Legio Setup zu finden. Mal, endlich. Und hat zwei Mons rausgenommen. Dann kam das Ramot rein. Ich miss den Rockslide gegen Ramot. Und das Ramot denkt sich so, haha, Uno Reverse Card Sweep. Und dann wurde ich von Ramot gesweept. War witzig, hat ja Spaß gemacht. Wie viele Kills hat Legios am Ende? 3. Also in dem Game 2 und ganz am Ende jetzt 3. Dann Sanai. Ja, das ist schon ordentlich. Ja. Ramot hat dich zwar überholt, aber ja. Ja, leider. Dann ich hätte auch lieber gegen dich gespielt. Sanna gegen Age war halt Ordino. Ich glaube 30 Turns, 40 Turns von dem Game war Ordino bei Age drin. Sanna ist an diesem Ding nicht mehr vorbeigekommen, als Lucario halt zu früh weg war und Age hat sich halt mit dem Ding dann so ein bisschen geekelt. Das ist ja, auch... Wenn du in Gegner-Teams so ein Licky Licky, Shaira, Plissy oder so siehst, brauchst du halt immer ein Fighting, was halt nervig ist. Ja. Aber Age kann damit die Season, glaube ich, auch jetzt im Mittelfeld abschließen, wobei da kommen wir gleich nochmal bei der Tabelle zu. Das nächste Game war übrigens auch Normal-Type, der da ewig stand, Kills geholt hat und an dem Hexer auch nicht mehr vorbeigekommen ist mit Blissey. Richtig, bei Brot. Und ja, immer wieder ein Brotsieg. Brot geht auch mit 12 Punkten aus der Season. Ja, also hat es in dem Game auch jetzt so, was ich so gesehen habe, von dem Game nicht so schlecht gemacht. Hexer hat ja aber auch leider ein bisschen die Motivation verloren, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber ja, so. Ich glaube, so. Da ist die Freundin wichtig, ne? Ja. Dann, das schnelle Game. Da hatte ich gerade ein WOCP-Match. Die haben ja wirklich einen Speedrun gemacht bei dem Game. Krug war sehr gut, hat Kills geholt. Das kleine Seigert hat Roy nochmal ziemlich gepressured, ist dann aber leider durch eine Fehlprediction von Sander an einem Icebeam gestorben. Und das haben wir ja noch nie gesehen. Vielfachschwächen sterben an Eisattacke. Ja, die Demeteros sind dazu viele Experten auf dem Gebiet. Nee, aber so, ziemlich offensives Match. Hat Spaß gemacht zum Anschauen, im Gegensatz zu eurem WOCP-Match, was dabei lief. Und ja, das war halt Stila gegen Plissy. So, und da kommt nicht viel rum. Ich glaube, wir können uns auch so
zu dem Game, das ist alles gesagt, wir können uns die Tabelle angucken, wie sie jetzt zum Playoff-Stand steht. Und wir sehen in der Armor-Conference Ruti durchmarschiert, wie ich schon angesprochen hatte eben. Krass. Wollen wir dann gleich auf die nächsten Duelle da eingehen, oder? Die kommen doch am Ende noch, oder? Ach ja. Glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, da können wir nochmal genau drüber reden. So, Ruti auf 1. Auf jeden Fall sehr, sehr starkes Season gespielt mit einem sehr, sehr starken Team. Anton auch mit Memo und Webs, die er sicher jetzt Spoiler weggedraftet hat im Playoffs Draft. Nur die Webs, nicht Memo. Dann du mit einem offensiven Team, was du manchmal gut was du aber gut manchmal mit defensive Lücken gefunden hast, wie Victini und eben Lucario. Also das defensive Lucario habe ich gefühlt. Das war nicht mal defensiv, das hatte nur ein defensives Item. Nicht, das hat auch defensives Investment gehabt. Und Pana, der sich da dann doch noch ein bisschen knapper als du durchsetzen konnte und beinahe von Shadow überholt wurde, der jetzt am Ende auch positiv steht. Ray hat eine gute Season gespielt auf jeden Fall. Kann man so sagen. 15 Punkte. Mittelfeld. Passt. Auch locker eine bessere Season gespielt, als man am Anfang erwartet hat. Mit sehr, 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 sehr vielen Cobra-Kills. Ja, locker hat locker irgendwie gespielt, wie immer. Ja. Toxic King konnte sich jetzt nach einem starken Anfang nochmal am Ende ein bisschen hochretten. Auf den 8. Platz mit 15 Punkten. Horry ist dagegen leider ein bisschen abgefallen. Genauso wie Nox. Die beide am Anfang etwas besser standen. Corny hingegen ist so die ganze Zeit da unten geblieben, aber hat jetzt am Ende nochmal, wie schon gesagt, einen starken Endspurt hingelegt und hätte sogar beinahe noch Nox eingeholt. Und von Keks hat man leider mehr erwartet. Keks hat man auf Platz 2 getippt. Wie viele Sieger hat er geholt? 2. Ja, also das war ein bisschen enttäuschend. Aber gut, hat er gesagt, kommt mit dem Kader nicht so ganz klar. Das ist das alte eben. Kann passieren. Ja, eben. Da, so, was auch passieren kann, ist, dass bei uns Gren gewinnt. Wer hätte damit nur gerechnet? Nicht ganz perfekt durchgegangen. Nein. Aber es sind eigentlich fast alle Platzierungen so gekommen, wie man sie getippt hat. Vielleicht Pedro ein bisschen höher. Aber ja. Du bist ja auch noch da. Reue auf 2 durch die Differenz. Wir alle 24 Punkte, was ich interessant finde. Also, bei uns war es nicht wirklich so knapp wie bei euch. Das war ja schon letzten Spieltag klar, dass wir 4 in den Playoffs sind. Eben, deswegen. War aber bei uns, glaube ich, auch. Nee, bei euch hätte noch ein bisschen was passieren können. Ja, Pana hätte rausfliegen können. Ja. Und was ich aber interessant finde in der Tabelle bei uns, ist, dass Sandern so eine gute Season gespielt hat, was man ja anfangs auch nicht gedacht hätte. Sich noch auf den 5. Platz da hochkämpfen konnte. Und ja, Bandit Zapdos, dann noch, wie heißt Primarene mit AV, das regelt schon. Und am Ende war es ja dann Agility Zapdos. Ach ja. Und Larry, bisschen unter den Erwartungen, wenn ich mich richtig erinnere. Hat halt ein gutes Team gehabt, hat dann gute Spiele dabei gehabt. Hat auch eine gute Differenz für 15 Punkte, also daran lag es nicht. Aber spielerisch halt manche Games ein bisschen blöd verloren, wie jetzt eben das gegen Hardy. Und ja, Age auch mit einer echt guten Season am Ende. Mit einer 49 Kills, 49 Deaths. Die Null-Differenz. Auch Age hat, glaube ich, diese Season ist wirklich ohne Luck da durchgekommen. Ein paar Games knapp verloren, wie jetzt gegen Peto, gegen dich. Ja, es war auch wegen dem Toxic-Messer, ja. Ja, also da wäre auch schon noch ein bisschen was drin gewesen nach oben. Dann Lloyd mit einer minus 15er Differenz bei 15 Punkten. Das ist schon krass, wie krass die Differenzen da auseinandergehen. Lloyd hatte gute Games dabei, Lloyd hatte aber auch komische Games dabei. Am Ende steht er da auf der 8 noch im unteren Mittelfeld. Brot als 9. ist gut, hat sich gut geschlagen, besser als wir dachten. Hexer dafür. Brot hat zum Beispiel Peto geschlagen. Ja, ich kann nicht gegen Brot gewinnen. Ja, das ist der Fluch. Nee, ich habe irgendwie 4 Kämpfe gegen Brot gehabt, alle verloren. Das ist dasselbe wie, ich habe noch nie gegen Brot gewonnen.
und noch nie gegen Katapultra gewonnen. Und das war diese Season auch so. Auch wenn Katapultra bei Leut nicht dabei war, aber trotzdem habe ich den Leut verloren. Krass. Gegen Hexer. Hexer, sorry. Das ist krass. Ach, das war das Slowpro-Set, was mit Call Mind war. Ja. Ja gut, sowas passiert aber halt auch. Er Sortbrot ja auch gegen mich gewonnen. Ja. Auch mit Slot Power. Ja. Dann Water King noch, der jetzt ja von Hardy vertreten wurde auf der 11. Ja. Also Hardy hat ein Drittel der Punkte gesammelt für Water King. Ja. Und Sanna. In zwei Games. Und Sanna halt leider nur mit einem Sieg gegen Brot. Auf Platz 12. Hätte ich vielleicht auch noch den einen oder anderen Sieg zugetraut gegen irgendjemanden. Ist es halt ein bisschen schade, dass es so gekommen gegen ist. Gegen dich aber zum Beispiel? Ja, gegen mich war es knapp. Ich glaube, gegen dich war es als auch. Wäre der Flashfire Akani gespielt, wäre es vielleicht noch ein bisschen knapper geworden. Gegen das Scarf Eruption Heatran. Ja, ich spiele nur noch Scarf Eruption. ist auch ein geiles Set. Muss man sagen. Das sehen wir, glaube ich, jetzt auch gleich an der Killliste. Das, also, nee, wir sind jetzt bei den Top-Killern vom Spieltag. wir sehen Memo von Anton wieder da, wie die am Anfang immer. Hat endlich mal wieder Kills geholt. Toxic King, gut. Wie Royce so schön sagen würde, es ist aus seiner Midlife-Crisis raus. Ja. Ja, also, Memo hat Bock. Ich bin mal gespannt, wie sich Memo in den Playoffs schlagen wird. Ramoth. Da, hier könnte ihr Legio stehen, richtig? Nee, Ramoth hat mich halt dann am Ende zerstört. Leider, weil mein Check war tot. Hätte der Rockslide getroffen, wäre es da nicht. Dann wären da die Jungs, aber gut. Nee, passiert. Ramoth ist auf jeden Fall ein starkes Mann. So. Dann kommen wir jetzt aber zur Final, also erstmal noch zur Killliste von letztem Spieltag. Wo wir sehen, Koba immer noch knapp Erster gewesen. Und da unten bei euch noch in Armor viele Mons, die da irgendwie drankommen könnten. Und bei uns Riffex und Galazapdos und Hydra so ein bisschen ums Rennen. Heatran sieht man dann auch noch auf der 6. Und Tangulos von dir. Tangulos war... Ja. War ziemlich lange. Hätte auch noch mal ein bisschen was passieren können, wenn Gren keine Kills geholt hat. Und wie sich das so verändert hat, sehen wir jetzt. Tangulos war doch bis Spieltag 5 oder so, oder? Spieltag 5 oder so. Ja. Und Gren hat Kills mit Riffex geholt, Locke hat Kills mit Koba geholt, damit bleiben die unangefochten und dann würde ich den beiden jetzt auch mal, falls ich das hier gucke, zum Killisten-Titel gratulieren. Sandern noch einen Galazapdos-Kill geholt, holt sich damit den zweiten Platz. Hori und Shadow und Anton holen sich bei euch den zweiten Platz. Und Heatran und Dangolos leider nur auf dem vierten. Ich find's ein bisschen blöd, dass mein Obstacle da unten rausgeschlagen wurde. Danke, Seraora. Aber ja. So. Deine Mons sind auch nicht mehr so weit oben, wie sie mal am Anfang waren, Franklin. Nee. Die haben halt keine Kills mehr geholt. Ja. Geht gegen halt auch schlecht gegen Rockara und Steeler. Und Seigert war auch lange drin in Crown. Ist dann auch rausgefallen. Also ja, weil ich nicht mehr mitgenommen hab. Gut, deswegen hast du sie jetzt auch ausgetauscht wahrscheinlich. Ja, ich keine Ahnung, ich mochte das nicht so. Außer ja, gegen dich war das nie wirklich. Ja, gegen mich war das halt auch echt insane. Ich fand den Fakt lustig, dass Rudi auch darüber nachgedacht hat, Latios für Seigert zu holen. Ja. Und Petro hat's einfach gemacht. Ja, das war interessant. So, aber ich glaube, nach den Kills, da wir heute keine besonderen Erwähnungen haben, haben wir nur die Playoffs-Begegnungen jetzt. Zum Viertelfinale. Und wir sehen als erste Begegnung erstmal Rudi gegen dich. Die ehemaligen Seigards, die auch wahrscheinlich beide ein sehr defensives Team hatten. Du hast ja jetzt ein bisschen offensiver umgebaut. Ja, ich mochte nicht so. Keine Ahnung, das Team war gut, aber ich mochte das nicht so, so defensiv zu spielen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen offensiver gebaut. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Mit Branavaz hast du ja geholt, Latios und was hast du noch geholt? Wolverock, oder? Ja, Wolverock. Richtig, oh, stimmt, Wolverock, hier Zwielicht ist auch richtig stark. Mit dem Talk hatte Rudi schon Angst vor Wolverock. Stimmt, bin ich mal gespannt, wie der performt. Okay. Ich hatte in der letzten Season, da war der ja, glaube ich, Killlistenführer. Ja, der war, glaube ich, dann sogar in beiden Ligen Killlistenführer. Der ist schon stark. Ja, der ist auf jeden Fall stark. Also auf das Game bin ich auch sehr gespannt. Das war, glaube ich, das Game, was wir alle sehen wollten, so von den Playoffs.
Das Zygarde 1v1. Jetzt nicht mehr das Zygarde 1v1, aber ist auch cool, nur noch eins davon zu sehen. Und ja. Man kann ja noch auf Rudi eingehen. Rudi hat ja Licky Licky. Ja, das wollte ich gerade machen. Sind... Okay, mach du. Rudi hat sich ja Zoroark geholt für Bundlebee. Und Licky Licky für Magmortar. Ich bin mal gespannt, was er mit Zoroark vorhat. Gerade weil er ja Dark-Type Umbreon schon hat. Aber gut. Wird interessant. Hast du Angst vor Zoroark? Ich habe das Gefühl. Nicht wirklich. Also, keine Ahnung, Zoroark. Der macht halt. Außer den Gegner vielleicht ein bisschen verwirren, macht er nicht so viel. Naja, man kann sich halt auch vorstellen, dass er sich ein Zygarde hier tarnt. Du musst ein Tangolos raus und dann ist dein Tangolos angechippt oder weg. Ja, gut, aber. Wird interessant. Mhm. Und was ich noch interessant fand, war, dass er sich hier Regieis gedraftet hat. Ich glaube, das hat er nur, dass er nicht selber davon zerstört wird. Also, ja, bin ich auch mal gespannt, ob er irgendwas mit dem machen wird. Regieis ist jetzt ein Pick, den ich nicht so erwartet hätte, aber. Gut. Dann haben wir Roy gegen Franklin, gegen dich. Hey. Sollten wir nicht nochmal die Tipps eingehen? Achso, ja klar, wir können auch auf die Tipps eingehen. Da habe ich jetzt vergessen, du hast für Peto getippt, ich habe für Rudi getippt. Hm. Ja, ich halt auf Peto. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Game, was in beide Seiten ausgehen kann. Ich sag halt, ich habe bis jetzt... Ist irgendwie fast jedes Game außer Grenz. Ich, wie schon gesagt, ich habe bis jetzt immer für Rudi getippt. Ich will meinen Glückslottoschein da weiter behalten und... Ne, ich weiß nicht, die Season war ja so dominant, ich weiß nicht, ob er so, jetzt so leicht gestoppt wird irgendwie. Aber Wolverock ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, glaube ich. Leicht auf keinen Fall, aber er kann gestoppt werden von Peto. Ja. Oder Peto? Ja, bestimmt irgendwie. Schaffst du. Dann, Fänge gegen Roy, du, jetzt. Ich? Ja. Ja. Möchtest du auf das Match ein bisschen eingehen, oder soll ich wieder labern? Ich kann ruhig labern, dass wenn er sich Galio gepickt hat, dass er mich komplett hops nimmt, aber egal. Ja. Und dann hast du mich halt auch bequatscht, Legios zu picken. Ja, weil Legios ein gutes Pokémon ist. Ich meine, guck mal, was hättest du denn lieber gehabt jetzt? Orgel. Die insanen Jungs? Oder so eine komische Ente mit einem Fisch im Mund? Ich finde die Ente auch mit besser. Einem Pikachu. Ich hätte die Ente mit einem Pikachu im Mund lieber gehabt. Ja, okay. Pikachu ist aber broken. Bande. Das ist nicht nur Pikachu, das ist auch Orgel. Nee, und 2 in 1. Sonst hast du dir noch Tangolos geholt? Mhm. Ich hab ein Vorbild. Ja. Und Porygon 2. Ich bin kein Freund von Porygon 2. Nee, aber du weißt, was ich mit dem vorhab. Ja, ist halt auch leider ein starkes Mon. So. Eins der stärksten defensiven Mons, die so, finde ich, existieren. Mhm. Auch ohne Tankrow war halt so eine Notlösung gegen Crew, Gesimian und die ganzen Quark, den Reuter hat. Ja. Aber gut, muss halt gegen Keldeo jetzt gucken. Aber das wird ja schon. Bin ich gespannt drauf. Ja, du hältst ja nur wegen Jungs zu mir. Ja, aber kann auf jeden Fall auch in beiden Seiten ausgehen. Aber ich habe natürlich meinen Tipp nochmal geändert, weil wer sich Legios pickt, ist cool und deswegen musst du das gewinnen. Also komm Legios Sweep. Safe. Aber ich spiele kein Rock Slide, Pro-Tipp. Ja. Danke. Du hältst für Roy? Ja, ich denke halt, Roy spielt das da souverän runter. 1-0 ist vielleicht ein bisschen knapp, vielleicht auch ein bisschen höher. Ja. Kann auch sein, dass Franklin gewinnt, aber... Ja. Keine Ahnung, ich denke, Roy macht das. Ja. Und ich muss jetzt Roy halten als Roy-Fanboy. Stimmt. Ach ja, dabei war's. Stimmt. Dann Endor gegen mich. Das wird ein interessantes Game. Ich habe mich mit dem MU ein bisschen auseinandergesetzt. Starmie war auf jeden Fall... Anton anscheinend nicht so. Ja, doch, Starmie war halt am Anfang schon ein guter Pick, den er gemacht hat. Ich habe mir dann überlegt, was mache ich am besten gegen Starmie, gegen sein Team, was er so hat. Habe mich dann für Gortrum entschieden, weil der halt eigentlich nur gut von X-Bad aufgehalten wird, was er da hatte. Gut, blöd. Der hat sich dann im Return Kramor geholt. Dann habe ich mir Chandelure geholt. Dann hat er sich Fuego-Check geholt. Dann habe ich mir Gastrodon geholt. Nee, das war bei uns so ein Hin und Her. Wer checkt hier wen?
Gastrodon habe ich halt einfach Bock mal den auszutesten, wie der so ist. Ich habe auch für Landung gerne überlegt, ich hätte gerne Landung gehabt von dir, aber war halt dann leider in dem Matchup nicht mehr ganz so gut wie in dem gegen Franklin. Ich glaube aber, dass du das, sag ich, nenne es jetzt mal Aufrüsten sozusagen, gewonnen hast fürs Matchup. Ja, ich bin gespannt. Ich habe halt ein Problem, dass ich gerne 7 Mons mitnehmen würde, habe ich so schon gesehen, aber muss ich dann gucken, wie ich es mache. Ich habe immer noch Angst vor Porygon, vor Memo, vor Starmie. Das sind alles gefährliche Mons. Peto und ich sind uns auch einig, dass du das Ding holen würdest, obwohl alle auf Enton halten. Immerhin 2. Nee, ich bin gespannt auf das Match. Wird aber, glaube ich, spannend. Ich glaube, das wird jedes Playoffs-Game-Match. Ja, außer vielleicht das nächste. Wobei man muss halt sagen, Pana hat extrem gecounterdraftet gegen Gren. Wo wir jetzt auch gleich zu kommen, wir tippen zwar alle für Gren, aber Pana hat mit Koblosio sich ein sehr gutes Mon geholt. Gren hat sich ja sogar Hydra weggedraftet, was den noch einigermaßen checken kann. Defensives Hydra hat er sich weggedraftet und ja, sonst Slowking sehen wir noch bei Pana ist reingerutscht. Und Galar-Flunschlick, um Weavile und Riffex zu checken. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Und ja, bei Gren sehen wir, wie schon gesagt, der hat sich Tregefalo rausgedraftet, hat sich Nebuna dafür geholt. Und Glurak hat er sich reingeholt für Fiyaro und natürlich Chimsticks für Volibobe. Für den Pick hat er 3 Stunden gebraucht. Ja, nee, Chimsticks ist schon insane. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Match läuft. Pana hat sich, zumindest mit den ersten 2 Picks, ich weiß jetzt nicht, wie geil auf Flunschlick sein wird, aber zumindest mit den ersten 2 Picks finde ich sehr gut auf das Team vorbereitet. Und wenn Pana das gut spielt gegen Gren, dann hat er sogar eine Chance. So meine Einschätzung. Ja, daran wird es aber wahrscheinlich hapern ohne Alkohol. Aber wenn, also im Normalfall sollte Gren das trotzdem gewinnen. Vom Spielerischen her. Ich weiß es. Matchup hat sich halt verbessert für Pana. So. Da sind wir uns auch einig. Ja. Ich glaube, das ist diesmal eine kurze SPL-Folge. Das ist diesmal eine kurze Folge, weil wir halt, es fehlt halt viel. Die werden jetzt halt logischerweise kürzer. So. Oh. Uns fehlen ja die... Ja, uns fehlen halt den Ausblick auf den kompletten nächsten Spieltag und jetzt besondere Erwähnungen gab es auch keine. Und ich denke, wir werden alle langweilig. Playoffs auch nicht geben. So viele. Deswegen. Der Killliste fällt ja auch weg. Ja. Dann will noch irgendjemand was sagen, wenn nicht, dann würde ich einfach mal sagen, sind wir fertig. Jo, dann danke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss und ich bin gespannt auf die Playoffs. Ich hoffe, ihr seid's auch.